Mahlzeit, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, immer derselbe Spruch, aber nicht derselbe Bus. SO23 und heute gucken wir uns mal an, wie gut oder schlecht er ist. So, ich habe hier vorne schon, habt ihr gerade gesehen, dieses Frontrad-Dingsbums abgebaut, weil kein gar nichts. Ja. Hier haben sie irgendwas mal rumgestrichen, aber ich habe das hier mal runtergewaschen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Auch Türen und sowas steht jetzt ein bisschen ungünstig. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt von vorne nach hinten durch. So. Also. An sich ist das ein richtig schönes Auto. Es ist zwar, glaube ich, kein Originallack, also wohl schon, aber irgendwann mal wohl lackiert worden, sieht so aus. Hat ein bisschen Patina, finde ich gar nicht so schlecht, weil ich brauche dieses Auto nicht lackieren. Hier haben sie mal irgendwas gemacht, wie man hier sieht. Da habe ich schon mal runtergewaschen, das könnte Presto sein. Und haben das hier so zugeklebt, die Scheibe. Und hier sieht man auch richtig schön die Patina. Finde ich eigentlich sehr geil. Ich hoffe, dass wir das hier in dem Bereich auch wieder alles hinkriegen. Kniestücke sehen sehr gut aus. Hier vorne ist nur von unten durch, auch an der A-Säule minimal. So, die Front ist eigentlich nur ein bisschen Flugrost. Das wird auch nur versiegelt. Bisschen Rostumwandler, fertig. Kniestück auf der Seite hat hier ein paar Bläschen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Und es ist so eng. Und eben auch hier von unten Loch drin. Aber die A-Säule ist in Ordnung. So, und hier eben Schweller muss gemacht werden. Ist auch hier durch. Ist ein großes Loch. Aber das seht ihr dann, wenn wir anfangen zu schweißen. So, jetzt kommen wir zu der interessanteren Sache. Türen sind alle gut. Zwar ein bisschen schimmelig, wie man sieht. Das heißt, die Verkleidung kommen erstmal runter. Man erstmal atmen kann. Warte mal, ich stelle mal hier das Rad vor. Ja, dass die Tür offen bleibt. In dem Bereich hat er irgendwelche Oldschool-Riffelblech. Okay, jetzt bamselt das Band hier rum. Moment. So Oldschool-Riffelblech hingemacht. Das werde ich runter machen, weil das ist nicht so schön. Sitze sind hier ein bisschen auf, da vorne ein bisschen auf. Weiß ich noch nicht, was ich da machen werde. Ja, und dann hat er eben alles beschriftet, was man beschriften kann. Ich hole mal eine Lampe eben. Man sieht ja hier gar nichts. So, Lampe am Start. Hat alles schön beschriftet, damit er auch weiß, was das bedeutet alles. Hier auch alles Wischer, Anhänger, Kupplung und was weiß ich, was er da alles gemacht hat. Hat das Armaturenbrett schön mit Kunstleder bezogen. Aber leider, wenn ihr das seht, ein Riesenloch reingetrümmert für irgendein Radio. Ja, so sieht es hier aus. Ja, da haben die Mäuschen gelebt. Ja, und die Trennwand ist mal rausgekommen. Aber hier in dem Bereich ist alles, seht ihr, jungfräulich quasi. Jetzt wird das Video gesperrt bestimmt. Und hier auch. Auch nichts. Seht ihr, ein bisschen Flugrost. Aber nichts durch. Drüben sieht es genauso aus. So, Plan ist auf jeden Fall, das Ding so zu erhalten in der Farbe und auch mit der Patina. Und jetzt schiebe ich das Ding mal hinten rein. Oder nee, ich gehe jetzt mal hinten rum und dann zeige ich euch das Ding von hinten nochmal. Weil gleich, wenn ich ihn reinschiebe, können wir die Klapptüren aufmachen. So, einmal hinten angekommen. Aber da haben sie irgendwas gefummelt. Und wie gesagt, am Dach lang sowieso. Hier auch irgendwas prästuliert, keine Ahnung. Aber sonst, die Ecken sind gut. Da habe ich schon drunter gelegen. Auch die Bleche dafür sind okay. Das sieht auch okay aus soweit. Ja, Fenster sind auch ganz cool, finde ich. Aber hier im Schwellerbereich, der ganze Schweller, der muss neu. Ja, hier ist knöt hier. Aber nur auf dieser Seite, warum auch immer. Der Scheiße gestanden hat die letzten Jahre. Ich glaube, das letzte Mal gefahren ist der 2003, glaube ich. Ne, 2007. Ja. Viel drin ist noch nicht. Ja, hier ist ein bisschen Rost. Ah ja, aber wenn wir ein bisschen Patina haben wollen, können wir ein bisschen Rost vertragen. Ja. Ist natürlich nicht viel drin. Die Pappen sind noch drin. Mal gucken, ob man die retten kann. Klapptür sind noch was drin. Hier. Aber hier hat irgendeiner mal alles rausgerissen.
und ich weiß nicht genau warum. Aber so hier in diesem Bereich ist alles, sieht man das? Nein, aber ist alles tippitoppi. Motorraum auch, die Ecken sind super. Hatte ich euch bei dem anderen Bus auch gezeigt, aber bei diesem Bus geht es mir einfach darum, dass der nicht lackiert werden muss. Und ich mag es sogar eher mit Patina, wo man nicht immer jeden Kratzer Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht. Und deswegen finde ich das eigentlich besser. So, ja. Ein paar olle Gardinchen sind noch drin, aber das ist natürlich alles, naja, sagen wir mal so. Den Schrank habe ich schon, der hier reinkommt. Hier will ich ein Klappbett reinmachen und dann mal gucken, ob ich die Trennwand wieder reinmache, oder ich habe schon überlegt, einen zweiten Einzelsitz, dann kann man da durchgehen, theoretisch. Wäre auch eine Idee, muss ich mal gucken, weil raus ist es sowieso, ich habe es nicht gemacht, aber wäre so eine Idee, noch einen zweiten Einzelsitz, dann kann man dazwischen durchhuschen, weil wenn man die normale Wand reinmacht, diese Durchgangswand, dann sitzt man als Fahrer nicht in der Mitte, das finde ich irgendwie doof. Ja. So, jetzt schieben wir das Ding mal hier zu seinem jetzigen, demnächst erstmal seinigen Bestimmungsort. Und dann machen wir mal die Klapptür auf und gucken uns den Rest an. So, Leute, weiter geht's. Ich habe den Schrank gekriegt. Ich habe die alten Verkleidungen rausgemacht. Muss ich mal gucken, ob ich die neu mache oder die unten dann nur vom Schimmel befreie. Weiß noch nicht. Der Schrank ist komplett. Mit Tür und allem. Muss man mal gucken. So, und jetzt kommen wir auch an die Klapptüren. Leute, ich habe hier so wenig Platz zurzeit. Hier steht direkt der 1600i und da ist die Lampe. Ich hoffe, man kann das überhaupt jetzt sehen. So, gehen wir mal rein in das gute Stück. Hier hatten sie alles mit Styropor da hinten zugeklebt und das ist natürlich das Problem. Was heißt nicht das Problem, aber deswegen ist er drüben wahrscheinlich auch unten im Schweller so schlimm. Also da ist er nicht schön. Und man kann jetzt hier sehen, da ist ein kleines Loch. Und hier ist er ein bisschen gnurpsig. Es ist natürlich jetzt schlecht mit dem Schatten hier. Ich habe hier noch eine andere Lampe. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen sehen. Da ist er durch. Da ist er ein bisschen durch. Und hier ein bisschen. Gut, sind wir mal ehrlich. Hier ist er auch ein bisschen rostig. Aber sind wir mal ehrlich, es ist ein T1-Bus. Ne? Dafür sieht das noch richtig gut aus. Warum die hier die Wand rausgemacht haben, weiß ich immer noch nicht, aber das ist nicht original gewesen. Also es hat nicht irgendwie Westfalia gemacht oder so. Da muss ich mal gucken, ob ich mir das irgendwie schön mache, diesen Raum noch zusätzlich nutzen kann. Und dann habe ich vielleicht überlegt, dass man diesen Sitz, der wird ja vorne nur so eingeklappt und dann runtergelassen, ob man den nicht so macht, dass man sich noch zwei so Halter besorgt, dass man den quasi umgedreht dann hier reinmachen kann, dass man nach da sitzen kann, ja? Dass man das nutzt und kann ja trotzdem noch fahren zur Not. Hm? Aber der ganze Boden ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht schön gemacht. Das haben die irgendwie angestrichen. Ich weiß nicht, ob ich das abbeizen soll oder wie ich das runterkriege. Auch hier ist überall so schwarzes Zeug drauf. Hm? Hier auch, keine Ahnung, was das ist. Da sieht man da ja auch so, irgendwas haben sie da reingestrichen. Teer, irgendwas. So, rostmäßig habe ich wirklich nur diese Ecke hier gefunden. Die muss gemacht werden. Ja, ist natürlich eigentlich Pillepalle. Hier ist gar nichts an der Ecke. Die Radkästen rum auch nichts. Also blechmäßig, wie ich schon erwähnt habe, wirklich gut. Ja, man sieht auch, hier war überall mal was drunter geklebt, aber kein Mensch weiß was. Ja, hier waren auch nur so Stangen dran. Keine Ahnung, ob da einer mal einen Vorhang dran gehangen hat. Weiß man alles nicht mehr. Ist leider alles lost. Ja. So, den Boden habe ich hier überall mal gekratzt. Der ist zwar rostig, aber nicht durch. Hier dachte ich auch, oh, Rostloch, nee, ist irgendwas festgeschraubt gewesen. Oh. Und die Schweller habe ich mir angeguckt, sind auch top. Also Schweller muss nichts gemacht werden. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, ja, hier ist wohl mal ein Blech reingekommen. Wenn ich hier fühle, hier hinter, fühle ich irgendeine Kante und dahinter auch ein kleines Blech, was gesetzt worden ist. Das werde ich wohl alles mal runterholen und gucken, wie es dahinter aussieht. Weil so möchte ich das nicht lassen. Das ist mir ein bisschen zu rattig. Türen bleiben erstmal so. Die werden ein bisschen angepinselt hier. Und fertig ist der Dingsbums. Und die sind auch prinzipiell noch so gut, dass sie nicht durch sind. Also die fühlen sich zwar ein bisschen knurpschig an, aber sie sind noch nicht durch. Also ich werde sie erstmal lassen. Vielleicht unten ein bisschen pinseln in der Farbe. Weil wir wollen ja ein Haar haben, ja? Oder am liebsten so.
Und hier haben sie auch noch mal irgendwas gemacht hier. Presto drauf, weil hier so eine kleine Beule drauf ist, drin ist. Ja. Naja, nun. Und hier ist natürlich am ekligsten. Das muss ich alles mit dem Excenter schleifen, weil hier sind überall, wenn man das so sieht, jetzt kann man es gut sehen, hier sind überall so Kanten von der Flex drin, so Teile. Das finde ich natürlich nicht so geil. Ja, da hätte man das wahrscheinlich eher so lassen sollen. Wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. Weil so ein bisschen Rost, bis das weggerostet ist, leben wir wahrscheinlich alle nicht mehr. Außer wir fahren jeden Winter durch. Ja. Wahrscheinlich wird das so ausgesehen haben, was mich jetzt prinzipiell nicht juckt. Ja, Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ja. Ich habe, wie gesagt, demnächst wollte ich anfangen. Hier sind noch die Scheiben, die wollte ich euch auch mal zeigen. Also die Gitter sind auch noch heile. Finde ich natürlich richtig cool, die Dinger. Warte, ach, ihr seht ja gar nichts. So, ne? Die finde ich natürlich richtig geil. Muss ich mal gucken, wie ich die, ob ich sie drin lasse oder ob ich einmal neue Dichtungen besorge. Wie auch immer. Ne? Und als erstes kommt jetzt auf jeden Fall dran das Armaturenbrett. Ne? Hier haben sie so eine Leiste gebaut. Das war ja alles irgendwie festgeschraubt und bezogen und keine Ahnung. Also es hat sich da einer mal richtig Mühe gegeben. Aber geil ist anders. Das heißt, das Armaturenbrett möchte ich wieder haben, so wie vorher. Sprich auch hier den Radioschacht wieder instand setzen. Der Kollege hatte mir ein Stück gegeben. Jetzt kann ich das nicht sehen. Der Kollege hatte mir ein Stück gegeben, aber das reicht leider nicht aus. Da muss ich mal gucken, ob ich hier... Das kann man ja auch nachkaufen. Hier ist auch noch eine Öldruckanzeige von VDO. Und wenn die auf selber Höhe ist, wie... Ach, Leute, seht ihr? Wahrscheinlich werde ich die da drin lassen. Also nur den ganzen anderen Kladderadatsch weg. Weil die beiden Armaturen passen gut zusammen optisch. Sind auch, glaube ich, auf selber Höhe. Kann drin bleiben. Und Schalter und so. Elektrik des Todes. Müssen wir alles gucken. Also damit wird es im nächsten Video weitergehen. Das Armaturenbrett hier. Wenn jemand so ein Blech für mich hat, gibt es auch als Reparaturblech. Muss ich mal gucken. Einfach Bescheid geben. Und das Gleiche. Ich hatte mir so einen Abbeizer geholt, weiß aber nicht, wie man den neutralisieren kann, weil ich habe natürlich keinen Bock, wenn ich mir hier Abbeizer drauf mache, dass ich dann nachher immer irgendwie, ja, ihr wisst schon. Ja, Leute, es ist so heiß in der Halle, ich schwitze wie ein Schwein. Also sehen wir uns, im nächsten Video wieder. Ich schwitze wie, hier sind glaube ich über 30 Grad in der Halle. Wenn ich das Armaturenbrett da instand setze und wünsche euch noch ein paar schöne Sommertage. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren, reden, machen, tun, alles in die Kommentare. Auch wenn einer weiß, was, wie, wo, ey, das habe ich gesehen, das ist so und so. Einfach mal reinschreiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.